Ja, wenn ich dann eine Einladung zum Vorstellungsgespräch habe, geht natürlich die Vorbereitung los. Und wir wollen jetzt einmal klären, woran sollte ich eigentlich denken, bevor ich hingehe? Antworten darauf liefert uns heute wieder Karrierecoach Dr. Bernd Slakoitz. Toll, dass du da Hallo bist. Alex, vielen Dank. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue. Bernd, welche Infos sollte ich mir vielleicht dann auch im Vorfeld zusammensammeln, bevor ich zum Vorstellungsgespräch gehe? Also klar, für alle dürfte klar sein, wenn ich zu so einem Arbeitgeber gehe, sollte ich mich informieren vorher. Über den Arbeitgeber mal so eine Homepage kreuz und quer lesen, mal zu googeln, gibt es vielleicht irgendwelche aktuellen Meldungen auch über ein Unternehmen, vielleicht auch mal wirklich auf Xing die Gesprächspartner zu googeln oder zu suchen. Und da einfach ja ein gutes Gefühl zu haben, informiert zu sein, auf wen werde ich da treffen, auf welche Menschen werde ich da treffen, vielleicht auch mal sich deren Werdegänge anzugucken und ja, so grob zu wissen, was macht so ein Unternehmen, wie viele Beschäftigte haben die, vielleicht an welchen Standorten, was haben die so für eine Historie aus den letzten Jahren, natürlich, welche Produkte sind da im Angebot für das eigene gute Gefühl. Also eine schöne erste Einführung quasi in das Unternehmen, zu dem man geht. Wie sieht's aus mit einem selbst? Sollte ich mir im Vorfeld klar werden, was ich als Minimalgefühl, will ich sagen, wirklich Gefühl brauche, um glücklich aus einem Vorstellungsgespräch herauszugehen? Im besten Falle gar nicht das Minimalgefühl, sondern das beste Gefühl. Ja, ich finde es wichtig und das ist eigentlich für mich eigentlich der viel wichtigere Teil, als jetzt den Geschäftsbericht auswendig zu lernen, was Quatsch ist. Für sich selbst zu überlegen, was brauche ich in diesen Gesprächen und sich auch zu überlegen, was brauche ich vielleicht auch gerade im ersten Gespräch oder was hat auch Zeit fürs zweite oder dritte Gespräch. Was brauche ich, welche Fragen muss ich stellen, welche Antworten brauche ich auch, um hinterher mit einem guten Gewissen einen Arbeitsvertrag unterschreiben zu können, um mich gezielt und bewusst für einen neuen Arbeitgeber zu entscheiden. Ja, und das können Fragen sein, Themen sein. Ganz vielen ist es natürlich wichtig, wie arbeite ich mit einem Chef zusammen, mit einer Chefin. Ja, und wenn du mir in dem Gespräch als mein potenzieller Chef gegenüber sitzt, warum nicht auch fragen, naja, was macht für dich eine gute Führung oder Führungshaltung aus? Und zu gucken, wie die Reaktion ist. Ich finde es zum Beispiel schlau, auch einen Chef zu fragen, was schätzen Sie besonders an Ihrem Team? Ja, zeigt, wie empathisch jemand ist und zeigt, wie jemand über sein Team spricht. So Erwartungshaltung auch zu klären. Woran machen Sie fest, dass ich in 6 Monaten hier einen guten Job gemacht habe? Darüber sprechen beide Seiten eigentlich viel, viel zu wenig. Ja, das ist doch total wichtig, bevor beide sich entscheiden, zusammenzuarbeiten. Und darum geht es mir, sich da persönlich zu überlegen, was sind meine Dinge, und das ist was total Individuelles. Was sind meine Fragen, die ich geklärt haben muss? Um wirklich das Gefühl zu haben, Mensch, hier kann ich nachher glücklich werden. Ne? Das sind einmal die tiefergehenden Fragen, die es da zu klären gibt. Jetzt so ganz klare Basics. Wir sehen uns hier relativ leger heute sitzen. Früher hat man vielleicht gedacht, zum Vorstellungsgespräch muss ich eigentlich den Anzug tragen. Ist dem noch so oder was kannst du uns zur Kleiderwahl empfehlen? Also, wir sind jetzt hier bei Xing. Es geht bei euch, weiß ich ja, sehr leger zu. Deswegen habe ich mich jetzt für heute auch für die Turnschuh-Variante hier entschieden. In dem Outfit würde ich jetzt nicht als Bankkaufmann zur Deutschen Bank gehen. Das ist aber eigentlich auch jedem klar, der auch im Coaching mir gegenüber sitzt. Ich finde es wichtig, und das ist mir auch persönlich wichtig, ich finde es wichtig, sich nicht allzu verkleidet zu fühlen. Ja, also schon auch da das gute Gefühl für sich selbst zu haben, weil am Ende geht es um den Menschen in der Hülle und nicht jetzt um den besten Anzug. Sondern ja, ich würde einfach gucken, wie laufen einfach auch die Menschen darum? Was würdest du vielleicht auch anziehen, wenn du später als Mitarbeiter dorthin gehen würdest? Und danach würde ich mich richten. Wäre auf jeden Fall spannend, wenn du jetzt hier im Anzug Ich säßest. würde mich nicht wohlfühlen. Ich glaube, Ich darum würde geht's, ne? hier auch anders sitzen. Ja. Ganz, ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt und vielleicht auch, dass es nicht in Stress ausartet. Das kann passieren, zum Beispiel, wenn ich den Bus verpasse oder wenn die Technik nicht klappt. Wie sieht es da so mit den Rahmenbedingungen aus, dass wir da auch erfolgreich überhaupt ein Gespräch führen Also können? klar, das sind natürlich die Basics, dass in dem Moment, wo ich weiß, ich muss um 14 Uhr bei euch bei Xing auflaufen zum Vorstellungsgespräch, dass ich jetzt nicht abgehetzt um 14:02 Uhr hier unten reinkomme und dann noch 10 Minuten am Empfang brauche. Sondern klar, dass ich mir natürlich einen Plan mache, wie komme ich hin, was sind die Verbindungen, wo kann ich vielleicht auch parken, wenn es vor Ort ist. Und ich finde wichtig, ich sage immer, das Vorstellungsgespräch beginnt am Empfang. Ja, das haben viele nicht im Kopf, sind sich dessen nicht bewusst. Und ich finde es eigentlich gut, das wirklich vielleicht auch so ein bisschen so zu ankern, zu sagen, wenn es vor Ort ist, dass vielleicht in dem Moment, wo ich
aus dem Auto aussteige oder in dem Moment, wo ich durch eine Tür gehe, unten am Eingang, dass ich mir da klar mache, ich bin jetzt hier in der Rolle des Bewerbers. Das wird mein potenzieller Arbeitgeber vielleicht. Und das ist der Moment, wo ich jetzt nicht irgendwie komplett meine Persönlichkeit am Empfang abgebe. Aber natürlich kann das sein, dass hinterher ein Recruiter auch Empfang nachfragt, wie war denn der Bernd da eben unten? Und du kommst da schwitzend abgehärtet an. Das passiert uns jetzt mit all deinen Tipps nicht mehr, sondern wir haben ein gutes Mindset und sind natürlich pünktlich. Vielen Dank für die Tipps zur Vorbereitung. Sehr gerne. Vorstellungsgespräch. Danke, Bernd.